Wir leben Wrestling. WWE-Superstar äußert sich zu Eye for an Eye Match. In einem Interview mit TalkSport.com hat sich Seth Rollins zu seinem Eye for an Eye Match gegen Rey Mysterio geäußert. Er gab an, dass man mit dem Match genau das erreicht habe, was man erreichen wollte. So habe man eine interessante Story erzählt und Interesse auf das Produkt gezogen, auch wenn das Ende des Matches kontrovers war. Er äußerte sich außerdem dahingehend, dass er nicht verstehe, wie die Zuschauer den Lake of Reincarnation bei AEW mögen können, aber das Eye for an Eye Match nicht. Seiner Meinung nach werde hier mit zweierlei Maß gemessen und Rollins fragte sinngemäß nach, wo wir denn mit diesen Zuständen noch hinkommen würden. Matt Hardy entgegnete auf Twitter, dass die Zuschauer immer kritisch sein werden und man sich entscheiden müsse, ob man ein Match entweder sportlich oder unterhaltend präsentieren möchte. WWE ist zuletzt für die Durchführung des Eye for an Eye Matches bei The Horror Show at Extreme Rules von Fans kritisiert worden. Roster-Split vor dem Ende? Fightful.com berichtet über anstehende Änderungen in den Kadern von Raw, SmackDown und NXT. So plane WWE einen Draft durchzuführen, um Raum für neue Storylines zu schaffen. Ursprünglich habe WWE den Draft für den August geplant, diese Pläne jedoch auf September verschoben, bevor man sie komplett verworfen habe, nur um den TV-Partnern später mitzuteilen, dass man nun im Oktober ein zweitägiges Draft-Event veranstalten möchte. Auch diese Pläne sollen sich nun fast täglich ändern, sodass man den TV-Sendern immer wieder neue Daten mitteile, nur um diese später wieder zu verwerfen. Gerüchte um eine Aufhebung der Kadertrennung konnte Fightful.com hingegen nicht bestätigen. SmackDown-Rating sinkt. Die aktuelle Ausgabe von SmackDown wurde im Schnitt von 1,89 Millionen Zuschauern gesehen. Dies stellt einen Verlust von ca. 2% im Vergleich zur Vorwoche dar. Es handelt sich hierbei um das zweitniedrigste SmackDown-Rating seit dem Senderwechsel zu Fox. Für die anstehende Raw-Ausgabe am Montag wird aufgrund der großen Konkurrenz durch die NBA nicht ausgeschlossen, dass Raw erneut einen historischen Tiefstwert aufstellen könnte. Neuer Star für AEW Women's Division. Chris Jericho hat während eines Livestreams bestätigt, dass All Elite Wrestling Tainara Conti verpflichtet hat. Die Brasilianerin soll, so Jericho, schon in den nächsten Wochen ihr AEW-Debüt feiern. Conti ist zuletzt bei NXT aufgetreten, bevor man sie im April diesen Jahres entlassen hatte. Ihr erstes Match wird sie im Deadly Draw, dem AEW Women's Tag Team Turnier, bestreiten. Das Turnier wird jedoch entgegen einiger Erwartungen nicht im TV, sondern auf YouTube ausgestrahlt. Wenn ihr Lust auf coole Zusatzformate habt und Spotfight gleichzeitig unterstützen wollt, dann werdet jetzt Kanalmitglied. Liked gern dieses Video und schreibt uns eure Meinungen. Und wenn ihr euch außerdem für aktuelle Wrestling-Analysen interessiert, schaut gern mal drüben auf dem Spotfight Podcast Channel vorbei.